den Kleinsten, den kleinen Kindern einen guten Start ins Leben ermöglichen, denen was Gutes tun, das wollen sicherlich viele von euch und viele von euch wissen auch schon, da ist ein ETF-Sparplan langfristig natürlich eine richtig gute Angelegenheit. In diesem Video soll es mal darum gehen, wie mache ich das eigentlich am besten und vor allen Dingen, wo mache ich das? Die besten ETF-Depots für Kinder. Ich bin Saidi von Finanztipp, viel Spaß beim Video. Für Kinder Geld anlegen über 12 Jahre, 15 Jahre, 18 Jahre bis zu ihrem 18. Geburtstag eben, da ist natürlich ein breit gestreuter, weltweit investierender ETF eine gute Methode. Und nicht nur für Eltern, sondern vielleicht will ja auch Oma oder auch die Patentante oder jemand was dazugeben. Und das ist alles möglich. Wir fangen mal bei den bequemsten Methoden an und gehen dann zur konsequenten Methode am Schluss über. Und die bequemste Methode ist natürlich, ihr macht das auf eurem eigenen Depot. Und zwar in euren eigenen ETF rein. Ihr sagt euch, ja, ich habe einen Nachwuchs bekommen oder für mein Patenkind oder sowas in der Richtung. Da erhöhe ich jetzt einfach meinen eigenen ETF-Sparplan und spare in meinen ETF rein. Und da ist meine klare Aussage, macht das bloß nicht. Weil das vermischt die ganze Sache nur und ist am Ende echt total schwer rauszurechnen. Nämlich, welche ETF-Anteile jetzt dem jeweiligen Kind gehören und welche euch. Und die ganze Geschichte, vor allen Dingen, wenn es dann um mehrere Kinder zum Beispiel geht, sagen wir mal, ihr habt zwei Kinder oder ihr wollt für zwei Kinder sparen, das auseinander zu dividieren, ist extrem schwierig. Was ist da eigentlich noch fair? Wer kriegt welchen Kurs und so weiter? Also das sollte man tunlichst trennen. Eine zweite Methode, schon ein bisschen sauberer, wäre es jetzt, einen eigenen ETF-Sparplan immer noch auf euer Depot für das jeweilige Kind aufzusetzen. Das heißt, sagen wir mal, ihr habt schon einen ETF-Sparplan am Laufen, auf einen ETF zum Beispiel auf den MSCI World oder den ACWI oder ähnliches. Und dann macht ihr einen zweiten, hoffentlich ebenfalls günstigen, kostenlosen Sparplan zusätzlich auf einen anderen ETF, aber ebenfalls auf den zum Beispiel MSCI World oder den ACWI. Und grundsätzlich ist da auch wenig dagegen zu sagen, weil in aller Regel ist es ja so, gerade die ETFs, die wir bei Finanztipp empfehlen, die laufen ja sehr ähnlich, die unterscheiden sich jetzt kaum, sodass ihr euch jetzt nicht große Gedanken machen müsst, ist das jetzt irgendwie fair, läuft dann mein ETF womöglich besser als der Kindersparplan oder umgekehrt sogar und so weiter. Da sind langfristig die Unterschiede wahrscheinlich verschwindend gering. Wenn ihr jetzt einen zweiten solchen ETF-Sparplan auf eurem eigenen Depot einrichtet, dann kann man sich natürlich fragen, entstehen da nicht langfristig irgendwelche Nachteile, gerade für das Kind, insbesondere beim Thema Versteuerung? Schauen wir uns das mal kurz an. Da ist natürlich die Frage, welchen ETF ihr hernehmt. Und das ist die gleiche Frage übrigens, welchen ETF ihr für euch selber hernehmt. Nämlich die große Frage mal wieder, Thesaurierer oder Ausschütter. Wir bei Finanztipp sagen ja, und das haben wir in diesem Video ausführlich dargestellt, dass ihr mit dem Thesaurierer grundsätzlich nichts falsch macht. Und das gilt natürlich auch bei einem Kindersparplan. Das heißt, bei einem Thesaurierer, da fallen unterwegs so gut wie keine Steuern an, nur geringe Vorabpauschalen, die im Moment aufgrund der niedrigen Zinssätze eh nicht vorhanden sind. Das heißt, da ist es jetzt kein Nachteil, wenn ihr auf einen thesaurierenden ETF für das Kind spart, wenn das auf eurem Depot, von der Versteuerungsseite her, wenn es auf eurem Depot stattfindet. Aber, ich kenne euch ja, viele, die sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen, die werden natürlich steuerlich optimieren wollen. Und mit dem Ziel letztendlich, dem jeweiligen Kind ein steuerfreies Depot, einen steuerfreien ETF könnte man sagen, mit 18 zu übergeben. Und ein Tipp, den man da machen kann, mein alter Tipp, ist natürlich, anstatt mit einem thesaurierenden ETF, mit einem ausschüttenden ETF anzufangen. Das könntet ihr ja dann theoretisch auch auf eurem eigenen Depot machen. Methode ist natürlich, die Ausschüttung zu nehmen und danach wieder zu reinvestieren und dadurch einen Freibetrag auszunutzen. Die Frage ist natürlich nach dem Freibetrag. Das ist ja dann euer eigener Freibetrag, 801 Euro, Kapitalerträge im Jahr steuerfrei bekanntermaßen. Und wenn ihr den anderweitig durch euren eigenen ETF, durch andere Geldgeschäfte, durch andere Kapitalanlagen weitgehend schon ausgeschöpft habt, dann habt ihr nichts mehr übrig. Dann ist sozusagen diese Möglichkeit, steuerfreie Ausschüttungen zu reinvestieren, in diesem ETF-Kindersparplan nicht mehr gegeben. Dagegen, wenn ihr sowieso die Masse von euren 801 Euro noch frei habt, ja, dann ist es auch kein Problem, einen ausschüttenden ETF als Kindersparplan zu machen. Jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, wie kommt dann das Geld, also der ETF, an das jeweilige Kind bzw. an die junge Erwachsene bzw. den jungen Erwachsenen, wenn die oder diejenige dann 18 geworden ist. Relativ simpel. Man macht mit 18 dann für den jungen Erwachsenen ein eigenes Depot auf und den ETF, den ihr die ganze Zeit bespart habt, egal ob es jetzt ein Thesaurierer ist oder ein Ausschütter, den ETF übertragt ihr auf das jeweilige Depot. Das geht. Ihr müsst ja nicht immer ein ganzes Depot übertragen, sondern könnt ihr eine einzelne Depotposition, also diesen konkreten ETF, dann an das heutige Kind, dann jungen Erwachsenen übertragen. Und das ist auch grundsätzlich kein Problem, das ist ein bisschen Aufwand, das dauert ein bisschen, aber grundsätzlich funktioniert das natürlich. Und was das Steuerliche angeht, ist das wahrscheinlich auch kein Thema, denn da tritt das Thema Schenkungssteuer in Kraft. Das heißt, wenn das euer Depot ist und ihr seid Elternteil, also Mama oder Papa, dann könnt ihr innerhalb von 10 Jahren Schenkungssteuer 400.000 Euro pro Kind steuerfrei übertragen. 400.000 Euro alle 10 Jahre könnt ihr steuerfrei bereits eurem Kind quasi vererben.
So, das war jetzt die Methode, dass ihr auf eurem eigenen Depot eine weitere Depotposition, einen weiteren ETF eröffnet, den ihr dann später übertragen könnt. Noch ein Stück sauberer von der Trennung ist natürlich, wenn ihr ein eigenes Depot für das jeweilige Kind eröffnet. Und da stellt sich die Frage, wo das Depot eröffnen? Habt ihr natürlich die Wahl zwischen einer Direktbank. Direktbank hat den Vorteil, dass die in aller Regel ein Kinderdepot anbieten. Das heißt, dort könnt ihr das Depot auf den Namen des Kindes eröffnen. Versus er geht zu einem der bekannten Neo-Broker, zu einem der bekannten Online-Broker, die in aller Regel kein eigenes Kinderdepot zulassen. Da müsstet ihr das Depot, ein quasi Zweitdepot für euch, auf euren Namen eröffnen. So, gucken wir uns mal Vor- und Nachteile beider Optionen an. Und zwar fangen wir mal mit den Online-Brokern, mit den Neo-Brokern an. Nach dem neuesten Depot-Test von Finanztipp empfehlen wir hier Scalable, und zwar den Broker von Scalable, Trade Republic oder Smart Broker. Und alle drei haben natürlich die Möglichkeit, dass ihr dort relativ problemlos ein weiteres Depot auf euren Namen kostenlos eröffnet, sofern ihr nicht eh schon ein Depot natürlich dort habt. Und natürlich haben die Broker den Vorteil, dass ihr sowohl Geld, das einmalig da ist, also wenn jetzt Oma zum Beispiel, sagen wir mal 500 Euro für eins von den Kindern anlegen will, relativ günstig für meistens 0 oder 1 Euro anlegen könnt. Und vor allen Dingen sind die ETF-Sparpläne dort, in aller Regel gibt es immer Angebote für kostenlose ETF-Sparpläne und viele sind auch relativ dauerhaft. Das heißt, dort ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer, dass ihr euch nicht dauernd um den jeweiligen ETF-Sparplan für das Kind kümmern müsst. Der Nachteil der Methode mit dem zweiten Depot auf euren Namen ist der gleiche Nachteil wie mit der zweiten ETF-Position auf eurem eigenen Depot. Ihr habt natürlich für all eure Depots und eure sonstigen Geldanlagen nur einmal im Jahr die 801 Euro an steuerfreien Kapitalerträgen zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr die schon ausgeschöpft habt, dann geht dann natürlich auf einem zweiten Depot auch nichts mehr. Und es ist wieder die Frage, welchen ETF wollt ihr nehmen? Wenn ihr es einfach machen wollt und ihr für das Kind auch mit einem thesaurierenden ETF sparen wollt, dann habt ihr wahrscheinlich auf so einem zweiten Depot auf euren Namen keine Nachteile. Dagegen, wer eben steuerlich optimieren möchte, auch wenn das, wie gesagt, über 18 Jahre gar nicht so viel bringt, dann ihr und einen ausschüttenden ETF nehmt, dann habt ihr eben den Nachteil, dass ihr womöglich, wenn ihr eure 801 Euro sonst schon ausgeschöpft habt, da nichts mehr frei habt. Ansonsten ist die Übertragung des Geldes an das Mädchen oder den Jungen kein Problem, denn wenn der oder die dann 18 geworden ist, dann könnt ihr natürlich dieses zweite Depot bei Scalable, Smart Broker, Trade Republic oder wo auch immer es bis dahin dann ist, natürlich an denjenigen, der dann 18 geworden ist, übertragen. Das ist kein Problem. Und auch in dem Fall tritt dann die Schenkungssteuer in Kraft. Das heißt, wieder da ist die Frage, 400.000 Euro an euer eigenes Kind könnt ihr in 10 Jahren steuerfrei übertragen. Ansonsten gibt es vielleicht noch einen kleinen Nachteil, wenn ihr jetzt ein Depot eben auf euren Namen macht. Und wie gesagt, zu der Option, dass das auf den Namen des Kindes läuft, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Aber wenn das auf euren Namen läuft, dann ist es vielleicht psychologisch ein bisschen verlockender, an solches Geld mal ranzugehen. Jetzt denkt ihr euch, wie? Nein, das ist doch ETF-Sparplan für meinen Sohn oder für meine Tochter oder mein Patenkind, da würde ich nie rangehen. Naja, wer weiß, was im Verlauf von 12, 15 oder sogar 18 Jahren mal passiert. Vielleicht braucht ihr halt doch mal dringend Geld und das Depot läuft auf euren Namen. Und dann ist vielleicht, wenn man halt zum Beispiel dringend am eigenen Haus was machen muss, die Heizung kaputt ist oder was auch immer, ist vielleicht die Verlockung doch groß, an das Geld eher ranzukommen. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal gleich die nächste Option an. Die optimale und auch rechtlich sauberste Lösung ist eben, ein eigenes Kinderdepot zu machen, also ein Depot auf den Namen des Kindes. Und das geht derzeit in aller Regel nur bei den diversen Direktbanken. Und dort empfehlen wir von Finanztipp eben die ING, die DKB, die Comdirect und die Consorsbank. Und die Konsequenz ist, wenn das Depot eben auf den Namen des Kindes lautet, dann ist das Geld auch wirklich dem Kind. Klar, als Eltern, da verwaltet ihr dieses Depot. Es kann ja nicht sein, dass das Kind sozusagen mit dem Geld machen kann, was es will. Und erst mit 18 geht das an das Kind über. Aber ihr als Eltern dürft das Geld dann auch nicht für was anderes verwenden. Nicht mal für zum Beispiel sowas wie Studiengebühren oder Wohnkosten während der Ausbildung. Ein guter Tipp, so ein Kinderdepot zu eröffnen, ist derzeit die ING. Nicht nur hat die ING die Mindestsparplanrate auf 1 Euro abgesenkt. Das heißt, dort gehen auch Sparpläne im Monat zum Beispiel für 10 Euro oder 20 Euro. Sondern viele ETF-Sparpläne bei der ING sollen auch dauerhaft kostenlos bleiben. Und zum anderen, selbst wenn so ein Sparplan mal kostenpflichtig wird, dann kostet der bei der ING 1,75% pro Ausführung. Zum Beispiel also bei einer Sparplanrate von 50 Euro im Monat wären das dann 88 Cent pro Ausführung. Aber auch bei der Comdirect und bei der Consorsbank, da gibt es immer wieder Aktionen. Das heißt, in aller Regel zeitlich begrenzte kostenlose ETF-Sparpläne. Da müsst ihr halt ein bisschen drauf schauen, vielleicht einmal im Jahr ins Kinderdepot reinschauen, ob man vielleicht wie bei anderen ETF-Sparplänen auch den ETF mal wechseln muss, weil jetzt was anderes in der Aktion drin ist. Und auch bei der DKB sind zumindest einzelne ETF-Sparpläne mal ab und zu mal vergünstigt. Wenn es aber was kostet bei den drei Banken, dann sieht es so aus, Comdirect und Consorsbank 1,5% pro Sparplanausführung, bei 50 Euro wären das also 75 Cent pro Ausführung an Kosten.
Bei der DKB sind es fix 1,50 Euro und deswegen lohnt sich die DKB vor allen Dingen dann, wenn ihr tatsächlich fürs Kind hohe Sparplanraten machen wollt. Je höher die Sparplanrate, dadurch, dass es halt fix 1,50 Euro sind, desto mehr lohnt sich es bei der DKB. Der steuerliche Vorteil von so einem extra Kinderdepot ist eben, dass das jeweilige Kind selbst auch Anspruch auf die 801 Euro Freistellungsauftrag, Sparerpauschbetrag hat. Und dadurch könnt ihr sozusagen steuerlich fast nach Belieben optimieren. Zum einen könnt ihr eben einen ausschüttenden ETF nehmen und dann die Ausschüttungen wieder reinvestieren, zum Beispiel kostengünstig darüber, dass ihr einfach den ETF-Sparplan etwas höher ansetzt, um die Höhe der Ausschüttungen durch 12 gerechnet zum Beispiel. Oder ihr nehmt einen thesaurierenden ETF und noch mehr Optimierung, verkauft am Jahresende sozusagen immer wieder Gewinne ab, um die dann gleich wieder zu reinvestieren. Wenn ihr jetzt mit dem ETF richtig hohe Gewinne macht und überhaupt vielleicht viel Geld für das jeweilige Kind angelegt habt, dann könnt ihr es noch weiter optimieren und zwar beim Finanzamt eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung für das jeweilige Kind bestellen und die dem jeweiligen Depotanbieter vorlegen. Denn das Kind hat natürlich, sofern es kein anderes Einkommen hat, im Jahr den sogenannten Grundfreibetrag von über 9.000 Euro frei. Das heißt, es kann inklusive den 801 Euro über 10.000 Euro steuerfrei an Kapitalerträgen kassieren. Und wenn es da optimiert, könnt ihr natürlich dann leicht mit 18 ein steuerfreies Depot übergeben. Aber Achtung, der Punkt ist natürlich kein eigenes Einkommen in diesen Grundfreibetrag, in diese Nichtveranlagungsbescheinigung. Da fließen natürlich alle Einnahmen des Kindes, auch zum Beispiel ein eventueller Nebenjob oder sowas mit ein. Da noch ein kurzer Hinweis dazwischen gestreut. Wenn es für den jungen Erwachsenen oder die junge Erwachsene dann ans Studieren oder an die Ausbildung geht, die BAföG-Grenze liegt derzeit bei 8.200 Euro an Vermögen auf den Namen des Kindes. Das heißt, wenn das Depot ordentlich angewachsen ist bis dahin und vielleicht auch noch andere Kapitalanlagen zur Verfügung sind, dann muss man schon aufpassen, dass das eben nicht über 8.200 Euro derzeit drüber geht, weil sonst wird das auf das BAföG eventuell angerechnet. Wie läuft das jetzt eigentlich mit der Depoteröffnung in der Praxis ab? Grundsätzlich bei der Depoteröffnung müssen sich beide Eltern dann identifizieren. Das geht bei der ING, bei der Comdirect und bei der Consorsbank auch über Videoident. Und bei den drei Banken ist es auch so, dass die Eltern, ihr als Eltern, jetzt nicht schon Kunde bei der jeweiligen Bank sein müsst. Das heißt, ihr könnt dort einfach gesondert ein Depot auf den Namen eures Kindes eröffnen, auch wenn ihr sonst kein Kunde bei der jeweiligen Bank seid. Bei der DKB dagegen ist es so, dass ihr als Eltern bereits Kunde sein müsst. Also ihr müsst dort mindestens ein Girokonto schon haben, um ein entsprechendes Kinderdepot zu eröffnen. Und das Kinderdepot gibt es auch immer nur in Verbindung mit einem eigenen Girokonto auf den Namen des jeweiligen Kindes. Noch ein Hinweis zur Comdirect. Bei einem Comdirect Kinderdepot, da solltet ihr auch darauf achten, dass da auch wirklich ein Sparplan läuft. Denn wenn ihr Geld auf dem ETF-Depot, auf dem ETF-Kinderdepot bei der Comdirect nur rumliegen lasst, dann gibt es nach ein paar Jahren tatsächlich auch eine Depotgebühr. Grundsätzlich gibt es natürlich bei allen Depots die Möglichkeit, auch Geld, wenn das sozusagen von mehreren Beteiligten zusammenkommt, für das jeweilige Kind zusammenzufassen. Also zum Beispiel eben, wenn Oma einmalig mal was zum 10. Geburtstag anlegen will oder sich mehrere Verwandte an dem Sparplan beteiligen will. Natürlich ist es so, bei den Direktbanken, bei denen man eben die eigenen Kinderdepots auf den Namen des Kindes eröffnen kann, dass dort für Einmalanlagen etwas höhere Kosten entstehen, aber langfristig wirken sich die jetzt auch nicht so dramatisch aus. Oder ihr macht natürlich Folgendes, ihr erhöht den Sparplan zeitweilig etwas, um dann, wenn zum Beispiel 1.000 Euro einmal für das Kind angelegt werden sollen, die auf 10 mal 100 Euro im Sparplan zu verteilen. Ansonsten gilt natürlich grundsätzlich der Ratschlag, das Geld, das in Aktien-ETFs, auch in weltweit gestreute Aktien-ETFs, eher auf 15 Jahre angelegt wird, gilt natürlich genauso für Kinderdepots. Das heißt, wenn zum Beispiel das Kind eben 10 ist und da soll einmalig Geld angelegt werden, dann solltet ihr schon eher dafür sorgen, dass dieses Geld eben nicht nur bis 18 gedacht ist, sondern eben auch länger da liegt. Und da kommen wir jetzt zu meinem ziemlich wichtigen, auch praktischen, lebenspraktischen Ratschlag. Den kennt ihr wahrscheinlich schon. Gerade wenn das so ein extra Kinderdepot auf den Namen des jeweiligen Kindes ist, dann erzählt das denen und zwar frühzeitig. Ich schlage immer vor, so vielleicht mit 13 oder 14, also wenn die Jugendliche sind und sich anfangen für diese Geldgeschichten zu interessieren, und dann finden die das auch total spannend, dass sie da so ein Depot haben. Und das führt dann auch dazu, dass man sich schon auch als Jugendlicher Gedanken macht, was will ich mit dem Geld denn vielleicht anstellen. Weil wenn das mit 18 für das erste Auto draufgehen soll, dann ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, also ein paar Jahre vorher, wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, das mal runterzuholen, nicht dass das dann hinten raus mit 17 irgendwie in den Börsencrash reinläuft. Und außerdem führt es noch zum anderen Effekt, dass nämlich nicht der Effekt entsteht, dass jemand 18 wird und dann auf einmal so ein fettes ETF-Depot als junger Erwachsener hingeknallt bekommt und damit letztendlich ein bisschen halt überfordert ist. Sondern ich bin absolut dafür, auch als Eltern da eine gewisse Finanzbildungsaufgabe wahrzunehmen und die Jugendlichen frühzeitig an dieses ganze Thema Investieren und ETFs heranzuführen. Erzählt mir doch mal unten in den Kommentaren, wie ihr Geld für euer Kind oder vielleicht auch euer Patenkind angelegt habt, wie ihr das organisiert habt und welche Fragen ihr natürlich dazu noch habt. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch weitergeholfen und lasst mir doch dann ein Like da oder auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal, euer Saidi.